Hallo Leute, ich melde mich mal wieder. Und zwar muss ich mir heute mal so richtig den Frust von der Seele reden. Tut mir leid, ich weiß, man soll das gar nicht machen auf YouTube. Aber wozu brauche ich den Kanal, wenn ich nur irgendwie in die Kamera grinsen soll und irgendwelche Geschichten erzählen, die gar nicht dem entsprechen, wie ich mich fühle, von dem her. Wer keine ehrliche Meinung hören will, der soll einen der Kanäle schauen, die sich mit den Videos einen Gratis-Roadster verdienen oder so. Also, was ist passiert? Ich bin ja zum Hyundai-Händler gegangen und wollte einen Kona bestellen. Da haben sie mir gesagt, sie haben zwei vorbestellt. Die kommen am 5. November nach Spanien. Und dann dauert es noch etwa 2 Wochen, bis sie ausgeliefert werden können. Dann habe ich gesagt, okay, der eine war weiß, der andere war blau. Jeweils zweifarbig, eigentlich wollte ich ja ganz weiß und mit hellen Sitzen. Der ist jetzt weiß mit schwarzem Dach und schwarzen Sitzen. Eigentlich nicht, was ich wollte, aber okay, damit es halt schneller geht, habe ich gesagt, ich nehme den. Und ein paar Tage später hat ja dann einer meiner Follower den zweiten angezahlt, den blauen. Ja, und seither haben wir gewartet, immer mal wieder nachgefragt, ob es Neuigkeiten gibt und so. Gab immer keine Neuigkeiten. Und jetzt hat mir da der Follower, wenn er mag, kann er sich natürlich gerne in den Kommentaren auch melden. Ich will ihn da jetzt nicht outen. Hat mir geschrieben, ob ich auch ein Mail gekriegt hätte, von wegen, das Auto sei jetzt in Spanien und ja, man müsse mal langsam den Rest bezahlen und so. Dann habe ich geschrieben, nein, ich habe bis jetzt nichts gesehen, habe dann mal dem Händler geschrieben. Und die Antwort hat mich dann fast umgehauen. Und zwar hieß es, ja, mein Auto sei nicht auf dem gleichen Schiff, das werde jetzt gerade erst produziert. Und werde irgendwie am 9. November verschifft, glaube ich, und käme am 19. Dezember in Spanien an. Und ja, da ist mir natürlich, da sind mir sämtliche Gesichtszüge entgleist, als ich das gelesen habe. Ich meine, ich mag das dem Kollegen da ja gönnen, dass er jetzt das Auto noch früher kriegt als versprochen, aber das meine ich jetzt dafür so viel später kommt, finde ich jetzt überhaupt nicht witzig. Ich frage mich auch, ob ich das überhaupt glauben soll. Irgendwie, die brauchen doch auch irgendwelche Autos, um etwas über das Thema zu lernen und vielleicht Vorführwagen. Ich frage mich, ob die irgendwie ein krummes Ding im Sinn haben. Und dann habe ich noch gefragt, ja, was heißt denn das? Gibt es dann eine 2019er Zulassung? Weil irgendwie am 30.12. noch zuzulassen, finde ich jetzt auch nicht besonders sinnvoll. Und dann hat er gemeint, ja, nein, das geht so auch nicht, das muss zugelassen werden, sobald das Auto in Spanien ist. Finde ich auch ein bisschen seltsam, weil ihr wollt mir ja nicht erzählen, dass jedes Auto zugelassen wird, selbst wenn es noch beim Händler steht und nicht verkauft wurde. Muss ich mich auch noch schlau machen. Jedenfalls, das war jetzt irgendwie vorgestern und seither, also am ersten Tag war es ganz schlimm und seither bin ich immer mal wieder ziemlich deprimiert wegen der Geschichte. Ich habe mich ja eigentlich schon gut vorbereitet. Ich habe den GoE-Charger bestellt, auf den habe ich ja auch lange gewartet, aber der ist mittlerweile auch längstens hier. Ich habe ein spezielles Hundebett bestellt für den Kofferraum, wo ich eigentlich gerne mal ausprobiert hätte, ob es passt. Das hatte auch irgendwie 6 Wochen Lieferfrist und ist mittlerweile auch hier. Ich blende euch mal ein Bild ein. Dann habe ich noch so ein Draggy bestellt, ein GPS, um die Geschwindigkeiten zu messen, 0 auf 100 und inklusive Steigungen und so weiter. Das ist noch recht gut gemacht. Ich habe gedacht, bis jetzt hat den Kona noch niemand so richtig gestoppt. Wäre doch auch mal was. Da könnte ich mal ein Video machen, das es nicht schon tausendmal gab. Wird jetzt auch wieder nichts werden.
Und da das Draghi-Ding, das muss ich wahrscheinlich sowieso zurückschicken, weil ich hatte schon den Eindruck, das könnte ein Rückläufer sein von Amazon. Es sah mir nicht so ganz original verpackt aus. Und es funktioniert zwar, aber zeigt keine Temperatur an. Und irgendwie die Akkulaufzeit, die ist auch eher zufällig. Irgendwie verbindet man, dann zeigt es irgendwie 30% an und 2 Minuten später sind es plötzlich 88 und plötzlich sind es 98 und irgendwas stimmt da nicht. So eine Rücksendung aus Spanien wird dann auch wieder interessant. Naja, es nervt. Ja, ich nerv mich natürlich irgendwie. Jetzt heißt es, mein Auto wird jetzt erst gebaut. Ich habe am 20. August bestellt. Wenn man sich das so überlegt, da wäre doch noch Zeit gewesen, irgendwie eine Änderung durchzugeben, um vielleicht die Konfiguration zu bestellen, die ich eigentlich haben wollte. Wenn das noch so lange dauert. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Vorlaufzeiten so sind. Ich habe irgendwie gedacht, die sind schon produziert da, zu dem Zeitpunkt oder was auch immer. Sehr, sehr unbefriedigend. Viel mehr kann ich dazu ja nicht mehr sagen. Am liebsten würde man sagen, ich will das Auto gar nicht mehr, aber was will man machen? Es gibt ja keine schlaue Alternative. Ist wirklich frustrierend. Manchmal fragt man sich, wieso tut man sich das überhaupt an? Irgendwie, die Verbrenner fahren ja auch. Und die kriegt man irgendwie, ohne dass man beinahe noch dankbar sein muss, dass man Geld ausgeben kann. Ja, dann muss ich nochmal schnell so den wöchentlichen Tesla-Rant loswerden. Nee, es ist eigentlich keine Absicht, aber ich komme nicht drum rum, irgendwie auch dazu was zu sagen. Ich meine, Musk hat sich jetzt so weit ganz gut benommen. Dafür bin ich mal dankbar. Aber was ich ein bisschen seltsam finde, ist dieses Hü und Hott und Änderungen. Als das gratis Supercharging ausgelaufen ist, hieß es ja erst, es gibt jetzt neu 1 Jahr gratis Supercharging. Aber noch bevor das überhaupt in Kraft trat, wurde es wieder geändert auf $100 Gutschrift oder 100 Euro, was auch immer. Fand ich schon da ein bisschen komisch. Und jetzt gilt das schon wieder nicht mehr. Jetzt gibt es plötzlich ein halbes Jahr gratis Supercharging. Und die $100 schon gekriegt haben, die kriegen das jetzt noch dazu. Wie ist das jetzt eigentlich? Die $100, die galten ja jetzt für alle Model 3s, nicht nur für die Performance. Wie ist das jetzt? Ich frage mich einfach, planen die nicht irgendwie weiter als 2 Tage im Voraus? Irgendwie. Es kommt mir so unseriös rüber, wenn da dauernd an allem geschraubt wird. Jetzt auch dieses Base, nein, eben nicht Base, dieses Mid-Range Model 3, das kommt mir auch vor, als ob das so ein bisschen eine Verlegenheitslösung wäre, weil man das versprochene $35.000 Modell nicht zustande kriegt. Bei mir löst das alles irgendwie ungute Gefühle aus, ich weiß es nicht. Es bildet bei mir einfach kein Vertrauen da rein, dass die eigentlich wissen, was sie tun. Da war auch noch der Artikel da von dem Sandy Munro, wo er gesagt hat, nochmal, wie viele Teile am Model 3 eigentlich viel zu kompliziert konstruiert sind. Und er habe tatsächlich mit Musk gesprochen. Und er habe ihm auch gesagt, ja, der das verbrochen hätte, der sei auch schon entlassen worden. Worauf er gesagt hätte, ja, er hätte ihn besser gar nie eingestellt. Wenn das stimmt, ja, es hat immer so Anspruch und Wirklichkeit klaffen halt schon ein bisschen auseinander. Wenn dann immer gesagt wird, das ist das modernste und bestkonstruierte und was weiß ich, Auto der Welt. Und klar, es gibt dann die, die sagen, ja, der Munro, der ist so ein alter Kauz, der weiß gar nicht, wie man ein EV baut. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube eher dem, weil
So fundamental anders ist es dann doch nicht. Und er sagt ja, Tesla wiederholt die Fehler, die andere schon vor Jahrzehnten gemacht haben und daraus gelernt haben. Und das ist natürlich ein bisschen das Risiko, wenn man sagt, man will es nicht so wie die anderen machen, sondern man sucht selbst eine Lösung. Da kann mal was ganz Geniales dabei rauskommen. Bedingt aber eben auch, dass man das Risiko eingeht, dass man die gleichen Fehler nochmal macht, wie die die anderen auch schon gemacht haben. Wenn man sich nicht zumindest eben vorher damit beschäftigt hat, warum tun die anderen etwas eigentlich so, wie sie es tun und nicht anders. Ich liebäugle ja immer noch für die Zukunft mit deinem Model Y. Aber ich schaue ja sehr viele Tesla-Tuber auch und sehe immer deren Begeisterung. Und eben so ganz teilen kann ich die halt nicht. Ich sehe natürlich die unbestreitbaren Vorteile des Autos schon, aber ich sehe auch, wie viel da noch im Argen liegt. Ah ja, das war ja auch noch so lustig, wie der Musk erklärt hat. Er hat plötzlich erschrocken festgestellt, wie wenig Servicecenter es eigentlich in Nordamerika gäbe. Und das wird jetzt in was, 3 bis 6 Monaten korrigiert. Musk-Time natürlich. Und bis Ende nächstes Jahr, glaube ich, in allen anderen Ländern, wo Tesla offiziell vertreten sei. Dann bin ich ja mal gespannt. Dann müsste ja bis Ende nächsten Jahres, wie viele Servicecenter sollte es dann in Spanien geben? Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Es ist einfach Musk. Ich frage mich halt schon, wie man ein Genie sein kann und gleichzeitig immer wieder so Aussagen machen kann, die offensichtlich null Hand und Fuß haben. Und ja, als CEO sollte man eigentlich auch nicht plötzlich mit Schrecken feststellen, wie wenig Servicecenter man eigentlich hat. Das sollte man eigentlich wissen. Aber ja, ich gehe mal davon aus, er wusste es auch, aber es klingt natürlich gut. Irgendwie für seine Jünger zumindest scheint das eine befriedigende Antwort zu sein. Also für mich ist es keine. Aber ja, eben wie man sieht, man kann auch bei Hyundai ein EV bestellen und glücklich bin ich im Moment darüber auch nicht besonders. Das soll es mal gewesen sein für heute. Ich wünsche euch zumindest ein schönes Wochenende. Meines ist ziemlich verhagelt. Tschüss. Hier noch etwas Versöhnlicheres. Ein Familienmitglied hat mir gerade Aufnahmen geschickt vom Audi e-tron. Der steht anscheinend in einem Extra-Shop in der Nähe der Bahnhofstraße in Zürich. Mein Verwandter ist leider noch ein voller Petrolhead. Er träumt eher von einer G-Klasse. Aber er hat diese Aufnahmen extra für mich gemacht. Vielen Dank dafür. Ich blende euch die einfach noch ein. Und sag jetzt wirklich Tschüss.